Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, es soll heute mal um Gleissperren gehen, um eine ganz besondere Gleissperre. Aber bevor wir da hinkommen, muss ich euch erstmal grundsätzlich etwas dazu erzählen. Ich vermute ja, dass die wenigsten von euch eine Gleissperre auf der Modellbahnanlage haben und sich deshalb vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Ja, zu was ist es gut? Wir haben also hier die Situation, wir haben die Gleissperre hier im Vordergrund und da hinten haben wir die Weichen und das Hauptgleis, ne, auf dem sich die ein- und ausfahrenden Züge bewegen. Und wir wollen einfach verhindern, dass von diesem Gleis, was gelegentlich nur zum Rangieren oder zum Umfahren genutzt wird, sich einzelne Wagen oder ein ganzer Zug selbstständig machen und oder durch eine Fehlbedienung, ne, also ein Lokführer meint, er muss jetzt losfahren, weil er irgendwelche Signale missversteht, damit die nicht auf die Hauptbahn, also auf die Hauptstrecke kommen und mit einem anderen eventuell ein- oder ausfahrenzug kollidieren. Deshalb diese Gleissperre, das heißt, wenn sich was selbstständig macht oder jemand da drüber fährt, ist das zwar nicht schön, wenn er ausgleist, aber es ist immer noch besser als ein Zugzusammenstoß zu riskieren. Ich sagte ja, es geht heute um eine besondere Gleissperre und die sehen wir jetzt hier leider unscharf. Ich habe leider kein Foto oder kein Video aus dem laufenden Betrieb eines Fremo-Treffens. Wir haben also hier die Ladestelle von meinem Steinbruch und da haben wir so ein komisches rotes Objekt, was da auf den Gleisen liegt. Ja, und das ist eine besondere Gleissperre, die es in Sachsen gab, also zu Zeiten der sächsischen Länderbahn, wobei man sagen muss, das ist aus dem 19. Jahrhundert und auch da nicht unbedingt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und nennt sich Gleisvorleger. Und hier habe ich mal das Corpus Delicti auf meine nicht ganz so super reine Tastatur gelegt. Also im Vordergrund das, was ich in meinem Steinbruch im Betrieb habe, was ich irgendwann mal rot angepinselt habe, was aber auch nicht wahrscheinlich nicht so ganz richtig ist. Und das Graue ist dann das, was ich provisorisch in Possendorf im Einsatz habe. Da muss ich mal gucken, da gibt es auch irgendwelche Aufnahmen, aber das führt uns jetzt nicht so weiter. Also das Vordere ist eine Variante, wo praktisch bloß ein Gleisprofil gesperrt wird und die größere Variante geht dann über beide Gleise. Kommen wir mal zum Vorbild des Ganzen. Und da haben wir hier den verschließbaren Einschienengleisvorleger. Das ist eine Abbildung, übrigens die einzigste, die ich dazu habe. Die ist aus dem Buch Die Hähnische Kohlebahn und zeigt jetzt hier die Variante, die praktisch nur über ein Gleisprofil geht, mit der Bemerkung, dass also da auf der Hähnischer Kohlebahn diese zwei Schienenvorleger zur Anwendung kamen. Wir sehen auch hier, ist es ganz sicher nicht rot gewesen. Ich habe es bloß bei dem N-Modell erstmal nicht hingekriegt, das so anzumalen. Ich vermute mal, dass wir hier, also heute wird man es wahrscheinlich schwarz-gelb machen, ne? Aber hier wird es wahrscheinlich schwarz-weiß gewesen. Na, das ist... Ja, wenn jemand von euch da irgendwie weitergehende Informationen hat, ne, ich weiß ja, dass ich da zum Teil doch sehr kompetente Leute meine Videos angucken, also danke dafür. Einfach in die Kommentare, ich bräuchte da durchaus noch ein paar Hinweise, auch wie das Ganze hier funktioniert. Kommen wir mal zu dem, was ich jetzt hier digital quasi verbrochen habe. Wir haben jetzt hier, also auf der rechten Seite, das Modell, was wir am Anfang des Films gesehen haben, wo da so ein bisschen undeutlich der Steinbruch zu sehen war. Na, da ist dieses Teil drin. Versuche hier mal ein bisschen da
hinzuscrollen. Das sieht natürlich ein bisschen klobig aus und das liegt einfach daran, dass wir hier unten die Magneten haben, die ich damals zur Verfügung hatte, also jetzt mit 2 mm Durchmesser. Und wobei mir das jetzt fast schon ein bisschen größer erscheint hier, aber was soll's. Und die dann dort drin verklebt waren, um das sozusagen im Steinbruch zu halten. So, wir haben dann das hier in der Mitte, können wir jetzt erstmal ignorieren, weil das ist quasi dann sozusagen so eine Art, naja, Bohrschablone nennen wir es jetzt mal. Wir schauen uns jetzt mal, halt, wir schauen uns jetzt mal das hier an. Wir sehen, also die Bohrungen sind deutlich kleiner, weil ich jetzt Magneten habe, die nur 1 mm Durchmesser haben und da kann natürlich diese Teile jetzt deutlich kleiner werden. Ich muss das dann mal ausdrucken und mal probieren, ob das so aufs Gleis passt. Und naja, da müssen wir mal gucken, ob wir das mit der Bohrschablone so hinkriegen, dass wir also auch in dem Bahnhof die Magneten versenkt bekommen, neben dem Gleis, dass das Ganze auch ein bisschen besser hält. Die Magneten müssen dann natürlich irgendwie ein bisschen abgetarnt werden. Die dürfen natürlich dann nicht hier glänzen. Und das werden wir uns dann in irgendeiner der nächsten oder übernächsten Folgen dann anschauen. Also soweit erstmal. Naja gut, ich kann hier mal noch ein bisschen auf das Detail eingehen. Na, wir haben also hier diesen unteren Teil. Wie das jetzt exakt verarbeitet war, wie gesagt, ich hatte ja nur die Zeichnung zur Verfügung und die war ja, da waren noch keine Maße dran und nichts. Wir haben hier oben das Schloss. Na, wo also das Ganze aufgeschlossen wird. Ja, wenn es alles ein bisschen klobig aussieht, ist es wirklich sehr, sehr winzig. Da das auch noch ein bisschen kleiner geworden ist, weiß ich nicht, ob der Drucker dann den Schlüssel hier zum Beispiel, ob der den wirklich druckt. Na, also beim letzten Mal hat er es gemacht, aber das ist eben alles noch ein bisschen winziger geworden. Es wird hier aufgeschlossen. Hier unten ist der Riegel, der quasi hier wahrscheinlich drin sitzt, na, und hier diese Verriegelung dann löst, sodass sich dieses Teil dann nach oben klappen lässt. Ich werde aber nach wie vor das ganze Teil vom Gleis nehmen. Ich muss dann erst auch erstmal gucken, wie die Größenverhältnisse sind. Eventuell gibt es dann noch eine weitere Version, wo ich dann nur dieses Teil entweder wegklappe oder eben auch runternehme. Das müssen wir dann mal sehen, wie wir das im Modell gestalten. Und nun habe ich doch noch eine Sequenz gefunden, wo die Gleissperre in Possendorf schon im Einsatz ist. Und man höre und staune, da auf Gleis 3 ist sie mal wieder unscharf zu erkennen, weil hier natürlich viel mehr Wert auf die Züge gelegt wurde, als dass ich jetzt hier da die Gleissperre gefilmt habe. Aber es gibt immerhin noch ein Foto, wo es sogar scharf ist, ne? Also da liegt sie, sozusagen die Ursprungsversion, die also noch ein bisschen zu klobig ist. Ja, wie kommen wir auf die Idee, dass der Gleisvorleger überhaupt im Bahnhof Possendorf eingesetzt wurde? Und da hilft ein Blick auf die frühe Planungsphase, als ich versucht habe, den Originalplan auf das heutige Satellitenbild zu legen. Ja, dazu zoomen wir jetzt mal rein und sehen in all dem Pixelgewirr, dass wir ja davon ausgehen können, dass er zumindest eingeplant war. Hier nochmal in einer etwas höheren Auflösung. Ich glaube, man kann es in der Mitte erkennen. Es gibt doch schon verschiedene Modellumsetzungen. Eins habe ich hier auf der Ausstellung in Chemnitz gesehen. Es gab auch bei uns durchaus Diskussionen, wie das Ganze funktioniert haben könnte. Und die meisten gingen dann davon aus, dass das Ganze quasi gedreht wird, so wie es eben hier in dieser Variante sogar mechanisch gemacht wurde, ne? Also der hat dann auf irgendeinen Knopf gedrückt und dann hat sich diese Gleissperre hier weggedreht.
Na, also so, dass der Zug dann fahren könnte. Also so eine Lösung wird es bei mir so ohne weiteres nicht geben. Hier das Ganze nochmal von der Rückseite. Na, dass wir das, also wir sehen also hier jetzt, dass das Hauptgleis, so steht also auch die Weiche. Und dann haben wir das Gleis mit der Gleissperre, ist dann also so eine Art Umfahrgleis wahrscheinlich. Ja, kommen wir zurück zu meiner Version. Warum? Ich hatte es ja schon angedeutet in dem ein bisschen weiter vorn hier, allerdings noch mal ein bisschen konkreter. Warum wird hier bei dem Gleisvorleger der Querbalken übers Gleis nicht gedreht? Das liegt zum einen daran, dass wir hier, dass das quasi der Bolzen oben fehlt. Also ich bin ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass es heruntergehoben wird, ne? Wenn es heruntergehoben werden würde, wären allerdings nicht zwei, sondern vier Griffe dran. Das heißt also, hier wird irgendwas irgendwie gedreht, ne? Und wir können da hinten also so eine Art Gelenk erkennen, ne? Oder so ein Bolzen durch das Querholz. Naja, und vorn sehen wir praktisch hier eine Konstruktion, die also jegliche Bewegung, jegliche Drehbewegung verhindert. Na, ich hatte es ja schon erklärt mit dieser Verriegelung, dass es also höchstens abgehoben werden kann und nicht gedreht werden kann. Das sehen wir jetzt hier in dem zweiten grünen Kreis. Ja, um das Ganze zu verdeutlichen, habe ich jetzt mal hier die Schiene mit rein konstruiert. Man möge mir meine Flachstrahlprofile verzeihen, aber ich wollte jetzt da jetzt nicht noch sehr viel mehr Zeit ist in das ganze Projekt stecken. Na, deshalb habe ich jetzt hier bloße Hilfsprofile. Also wir haben jetzt den Gleisvorleger auf das Gleis gesetzt, wie er wahrscheinlich drauf gelegen hat. Ich habe jetzt die Eisen, die unten drunter liegen, die sozusagen die das Grundgestell fixieren, habe ich jetzt hier mal weggelassen. So, Schloss wird aufgeschlossen, Riegel zur Seite geschoben, das Ganze entriegelt und dann wird das Ganze angehoben. Ob das einer alleine schafft oder zwei, das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber zu dieser Zeit gab es also doch recht viel Personal an den Bahnhöfen. Das kann also auch sein, dass hier also zwei Leute das Ganze entriegelt und angehoben haben. Naja, und dann wird das Ganze nach hinten weggeklappt und der Zug kann passieren. Ich muss natürlich jetzt hier darauf hinweisen, dass das so, wie ich es hier darstelle, jetzt nicht von irgendeiner Literatur kommt. Ich habe, wie gesagt, nur dieses eine Bild und ich erkläre es mir so, ne, dass es so funktioniert hat. Wie gesagt, Kommentarspalte, wenn ihr es besser wisst. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Und ja, also so stelle ich mir das vor. Und wer weiß, eventuell lässt sich das auch so im Modell umsetzen. Wie gesagt, der Gleisvorleger wird ja mit Magneten auf dem Modul befestigt. Das heißt, der geht auch wieder ab. Ne? Also sollte dann wirklich das im Profil sein und irgendwelche Loks dann nicht dran vorbeikommen. Bei Wagen habe ich da eher weniger, sehe ich da weniger Probleme. Aber so bei manchen Dampfloks, vor allem bei Kleinserien-Dampfloks, die haben manchmal komische Maße und hängen sich dann an sowas auf. Na, deshalb eben die Frage, abnehmbar oder wegklappbar. Auf jeden Fall wird es sozusagen mit Handbedienung sein und keine Mechanik dahinter. Ne, also man nimmt sozusagen das Kuppeleisen und hebt das hoch und klappt es nach hinten und fertig. Zum Schluss noch etwas aus dem Windbergbuch, also die Windbergbahn, ne, von Schubert. Das ist ein sogenannter Gleisfrock. Das muss man sich, also ich stelle mir das so vor, dass es einfach wie eine Weichenzunge ist, die hier an das Gleis geführt wird und dafür sorgt, dass da eine Ausgleisung geschieht, wenn
da sich jemand bewegt, der sich nicht bewegen soll. Na, also auch hier, na, mit Stellhebel. Und ja, habe ich allerdings noch nie im Modell gesehen. Ich habe nur noch diese Zeichnung. Es weiß auch nicht, wo konkret das mal eingebaut war, aber es war wohl bei der Sächsischen Staatsbahn so üblich. Ja, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen, naja, Erkenntnisgewinn gebracht. In dem Sinne, ihr wisst, die üblichen YouTuber-Sätze, na, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und ein Kommentar ist hier ganz besonders erwünscht, weil wir natürlich hier dann so ein bisschen in die Diskussion einsteigen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht was draus.